Nachrichten, NDR Info läuft bei mir eigentlich fast täglich. Im Internet natürlich auch, Tagesschau oder eben halt Spiegel lese ich auch ganz gerne. Das Erste, was wir machen sollten, ist erstmal Tempolimit auf Autobahn. Da bin ich absolut dafür. Hast du dich auch schon mal mit den Kritikern des menschengemachten Klimawandels beschäftigt? Nein, okay. Noch gar nicht. Nein. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind ja heute wieder in Hamburg bei Fridays for Future dabei. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass Ursula von der Leyen gesagt hat, sie will 3 Billionen Euro für den Klimaschutz ausgeben, mehr als 50% des EU-Haushaltes. Man hat den europaweiten Klimanotstand ausgerufen. Und wir wollen einfach mal schauen, was Fridays for Future heute dazu sagt. Wir haben hier hinten die Ost-West-Straße mit einer großen Bühne blockiert. Der ganze, das war die Hauptverkehrsstraße. Der ganze Verkehr in Hamburg ist zusammengebrochen. Deichkind war schon dabei und wir wollen jetzt einfach mal schauen, was die Leute hier sagen. Auf geht's. Also ich bin der Chilianos, bin 48 und ja, ich bin jetzt hier auch mit meinen beiden Kindern, weil wir was für die Klima- oder gegen die Klimakrise tun müssen, weil die Politik eben halt von alleine nichts macht oder nichts genügend gemacht. Und wir eben halt zeigen, dass eben halt eine ganze Menge Leute das nicht so in Ordnung finden und wir mehr machen müssen. Ich bin Melle und bin 44. Melle, warum bist du heute hier? Weil wir unbedingt etwas tun müssen für das Klima und meine Tochter habe ich zum ersten Mal dabei. Und ja, wir möchten unbedingt jetzt sofort was ändern. Ich heiße Moni Reh und ich bin 42 Jahre alt. Okay, warum bist du heute hier? Warum? Weil ich immer dabei bin. Freitags immer dabei. Freitags immer dabei. Du musst nicht arbeiten heute. Ich habe schon 2 Stunden gearbeitet und anschließend bin ich hierher gekommen. Mittagspause und dann gehe ich gleich wieder arbeiten. Jetzt hat der Ursula von der Leyen hat gesagt, sie möchte 3 Billionen Euro für den Klimaschutz ausgeben, mehr als 50% des EU-Haushaltes. Es wurde der Klimanotstand in ganz Europa ausgerufen, gestern offiziell, das andere ist noch in Planung. Was sagst du dazu? Reicht das oder müssen wir noch mehr machen? Nein, also klar, mit dem Geld, man kann da schon einiges machen. Und noch Klimanotstand, das sind im Moment immer nur Begriffe. Also wir müssen auch handeln. Also es ist ein Anfang. Aber gerade wenn man jetzt sieht mit dem Klimapaket, was hier in Deutschland beschlossen worden ist, mit dem Kohleausstieg, dass das immer noch weiter, ziemlich weit, 10 Jahre später noch verlängert wird. Und dass eben halt auch gerade jetzt, was jetzt wie eine Debatte war mit der Abstandsregelung, die jetzt ja Gott sei Dank, nachdem es wieder Proteste gibt, zurückgenommen worden ist, heißt das nur, dass wir eben halt immer weiter auch noch auf die Straße gehen müssen, um noch mehr zu schaffen. Es ist ein Anfang, aber nur reden ist eben halt nicht alles. Handeln ist wichtig. Jetzt hat ja Ursula von der Leyen gesagt, dass sie 3 Billionen Euro für den Klimaschutz ausgeben möchte. Sie möchte mehr als 50% des EU-Haushaltes für den Klimaschutz ausgeben. Europaweit wurde der Klimanotstand ausgerufen. Das wurde jetzt vorgestern beschlossen. Was sagst du dazu? Das finde ich wunderbar. Ich finde, ein Plakat ist mir gerade aufgefallen. Das Erste, was wir machen sollten, ist erstmal Tempolimit auf Autobahn. Da bin ich absolut dafür. Also das hat jetzt nicht was mit dem Haushalt unbedingt zu tun, aber das ist das Erste, was wir vorantreiben sollten. So. Warum? Weil das viel mehr die CO2-Emissionen reduziert und es macht einfach auch das alles entspannter. Aber okay. Wir denken ja hier ans Klima und deshalb CO2. Fährst du selbst oft auf Autobahn? Ja, Tempo 100. Tempo 100? Das ist auch 130 Richtgeschwindigkeit. Ja, nein. Jetzt hat ja Ursula von der Leyen gesagt, dass sie 3 Billionen Euro für den Klimaschutz ausgeben möchte, mehr als 50% des EU-Haushaltes. Ist europaweit jetzt der Klimanotstand ausgerufen worden? Bist du damit zufrieden mit den Entscheidungen oder was forderst du noch? Oh, natürlich bin ich nicht zufrieden. Was ich fordere, also ich möchte mich jetzt gerade hier nicht äußern dazu, aber zufrieden bin ich nicht. Nee, das ist viel zu wenig. Ja. Power! Power! Power to the people! Cause the people got the power! Okay, ist ja nicht so weit. Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. Wo informierst du dich, wenn ich fragen darf?
Also ich habe sehr viel hier über die öffentlich-rechtlichen NDR Info, läuft bei mir eigentlich fast täglich. Im Internet natürlich auch, Tagesschau oder eben halt Spiegel lese ich auch ganz gerne. Und da informiere ich mich, also das sind so meine Medien. Darf ich fragen, wo du dich informierst? Wo ich mich informiere, insbesondere im Internet natürlich, auf in den Tageszeitungen, die ich lese, okay, die ich für meinen Beruf auch lesen muss. Also ich bin Lehrerin am Gymnasium und unterrichte das auch gerade in meinem Abiturkurs. Ah, okay. Und die wollten aber nicht kommen und das finde ich super schade, denn die müssen so viel fürs Abitur büffeln und die wollten leider nicht mitkommen. Okay. Wie ist es denn an deiner Schule? Also wenn du sagst, die wollen nicht mitkommen, die sagen, Schule ist wichtiger, als hier fürs Klima zu streiken. Ja, das sagen die leider, weil die so einen Druck haben, in dieser Leistungsgesellschaft ein super Abitur zu machen. Und deshalb sagen die leider, die können erst nach Schulschluss kommen oder nach dem Abitur. Finde ich super schade, aber ich kann auch den Druck der Schülerinnen verstehen. Darf ich fragen, wo du dich informierst? Also leider momentan nur online, weil ich zwei Kinder habe und kaum zum Lesen komme. Mhm. Genau, aus den Medien also. Und wo online? Freunde schicken Nachrichten, also so viel Zeit habe ich nicht als Mutter und arbeite, wie gesagt, und sind meistens ein, zwei Stunden, womit ich mich damit beschäftige, mehr nicht, leider. Ja, entschuldigt bitte, dass hier das Mikrofon ausgesetzt hat. Die beiden jungen Männer, 22 und 20, möchte ich euch aber natürlich nicht vorenthalten. Auf die Frage, wo die beiden sich informieren, meinen sie, dass sie sich bei Thilo Jung in der NZZ und im Telegram-Kanal von Kompakt informieren. Daraufhin habe ich sie gefragt, was sie denn dazu sagen, dass Thilo Jung Klimaleugner medial ignorieren will, will sie lächerlich machen und ihnen keine Plattform bieten. Ihre Antwort war dann, dass sie beide Seiten teilweise für populistisch halten. Sie schauen sich deswegen auch Martin Sellner an, um einfach aus ihrer Filterblase rauszukommen. Sie sind sich auf jeden Fall bewusst, dass sie in ihrer Filterblase sind. Also in dem Fall ist mir das quasi auch ganz recht. Also weiß ich nicht, weil das ist ja eine Filterblase, also in dem Fall ja eine Filterblase, für die, hinter der ich stehe. Ich bin froh, dass sich die jungen Leute engagieren. Dass sie jetzt aber irgendwie daraufhin jetzt, keine Ahnung, bei Europa war ganz die Grünen gewählt haben, obwohl die Grünen ja das Klima, das Papier der Grünen ist ja auch irgendwo fragwürdig. Da wäre es natürlich schön, wenn sich die Leute noch ein bisschen weiter informieren würden. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch in Hongkong gerade. Ne? Hast du dich denn auch schon mit der Gegenseite beschäftigt? Es gibt ja auch Leute, die das kritisieren. Sicherlich, ich lese mir auch denn die Kritiken oder das, was sie haben. Nur, also ich bin von Haus aus Naturwissenschaftler, sage ich mal. Und ich weiß eben halt, das, was da an Dingen vorgetragen wird, dass das also rein von Naturgesetzen eben halt nicht haltbar ist. Und ich das, was eben halt die Wissenschaftler, 95% der Wissenschaftler sagen, dass die Klimakrise kommt und dass wir da mittendrin sind. Das kann ich eben halt gut auch so, ich sag mal, von meinem Wissen her nachvollziehen. Und deswegen bin ich für diese Seite und die andere Seite, ich verunglimpfe sie nicht, aber ich prüfe das und denke, das ist nicht meine Meinung. Ne? Hast du dich denn auch schon mit den Kritikern des menschengemachten Klimawandels beschäftigt? Ich habe mich mit dem Whataboutism, diese ganze Geschichte, als Greta nach Amerika gesegelt ist, ja, da habe ich mich mit den Kritikern sehr auseinandergesetzt und ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, es gibt auch renommierte Wissenschaftler, wie hier der ehemalige Präsident von Max-Planck-Institut, Leonard Bengtson oder Mangini von der Universität Heidelberg oder Niels Mörner, hoch angesehene Wissenschaftler, oder es gibt immer wieder Petitionen. Es gab 90 hoch angesehene italienische Wissenschaftler, die sind auch Präsidenten von geologischen Instituten und so weiter, die sagen alle, das beruht auf einfach schwammige Hypothesen, was nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Was sagst du dazu? Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Am Rande, gerade gestern, als irgendwie kam von der NASA, glaube ich, raus, dass es Klimawandel nur dadurch bedingt ist, dass sich die Erdachse irgendwie verschoben hat oder wie auch immer. Und ehrlich gesagt lese ich da nur die Überschriften im Moment. Okay. Hast du dich auch schon mal mit den Kritikern des menschengemachten Klimawandels beschäftigt? Nein, noch gar nicht. Nein.
Und du als Wissenschaftler, was sagst du dazu, wenn renommierte Leute, wie zum Beispiel hier der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts, Leonard Bengtson, sozusagen einer der renommiertesten Klimaforscher überhaupt, oder Niels Mörner oder Mangini, es gibt sehr namhafte Leute, die werden als Klimaleugner an die Wand gestellt, sozusagen, die werden halt als Klimaleugner kritisiert. Ich meine, was sagst du dazu, dass sie halt einfach diffamiert werden und man denen einfach nicht zuhört? Was sagst du dazu als Wissenschaftler? Naja, diffamiert, ich von den Leuten, ich weiß nicht genau, ich kenne deren Aussagen nicht. Also wie gesagt, es muss auf der sachlichen Ebene sein, diffamieren und auch gerade die Verschmähung und so, das sowieso nicht. Aber wie gesagt, ich kenne nicht deren Aussage. Ich weiß nur eben halt, dass bestimmt 95% der renommierten Wissenschaftler, ich sag mal, das auch wissenschaftlich belegen können, dass sich eben halt ein Klimawandel stattfindet. Okay. So. Auf welche Studie berufst du dich da? Ich kann dir jetzt keine Dings nennen jetzt, ne? Also ich kann jetzt keine Studie nennen direkt. Aber wie gesagt, ich informiere mich aus den Medien und daraus, ne? Das, ja, ich weiß nicht, ja, okay. Aber meinst du, wenn das Thema so emotionalisiert wird, dass halt wirklich immer gesagt wird, ja, es wird immer wärmer, die Pole schmelzen, die Tierarten sterben alle aus, meinst du, wenn es so emotionalisiert wird, dass man sich dann dieses Thema rein sachlich auch anschauen kann und einfach schauen kann, was ist da dran oder was sagen die Befürworter, was sagen die Kritiker? Weiß ich gerade nicht, das ist mir... Ja, kann ich gerade nichts zu sagen. Okay. Vielen Dank für das Interview. Ja, gern geschehen. Viel Spaß noch. Danke, tschüss. Oder mal eine ganz andere Frage. Ich meine, man sieht ja halt immer, es kommen halt immer solche Horrorprognosen, die Welt geht bald unter, die Gletscher sterben, Holland wird bald unter Wasser stehen und alles Mögliche. Meinst du, wenn so den Menschen Angst gemacht wird, dass man dann eine rationale Entscheidung treffen kann, dass man dann auch in der Lage ist, sich beide Seiten rational anzuschauen? Ach, das ist eine, ja. Was antworte ich drauf? Also ich persönlich, mir kann man keine Angst machen, aber man kann... ein Bewusstsein entwickeln dafür. Also seit, klar, ich denke, ich bin selber vielleicht nicht mehr da, aber dadurch, dass ich Kinder habe, mache ich mir schon Gedanken, was passiert denn in 60, 70 Jahren. So, ne? Ja, okay, super, vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne, danke. Wir wollen es nicht ganz so lang werden. Alles klar. Die andere Sache, hast du schon mal was von Climate Gate gehört? Sagt der Climate Gate was? Geld. Climate Gate. Gate. Nein? Kannst du mir das erklären? Climate Gate ist, da waren 2009 wurden E-Mails gehackt von einer, von dem renommiertesten meteorologischen Institut in Ostengland. Ja. Und da kam halt einfach raus, dass da die führenden Wissenschaftler, die bei den IPCC-Berichten dabei sind, dass sie die Daten nicht offenlegen, die Daten manipulieren, E-Mails löschen, Kritiker ausschließen und so weiter. Da gab es 2009 welche und 2011 gab es E-Mails, die in der Öffentlichkeit gekommen sind. Hast du dich damit beschäftigt? Nein. Okay. Einfach mal Climate-Gate googeln. Okay, mach ich mal. Okay, vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch. Ja, danke. Ciao. Ciao. Darf ich euch mal fragen, ob ihr auch schon mal was um Climate-Gate gehört habt oder euch damit beschäftigt habt? Ich habe die beiden dann noch gefragt, ob sie von Climate Gate schon gehört haben oder ob sie Leonard Bengtson kennen. Von beiden hatten sie noch nicht gehört. Spannend ist aber, dass von dem linken jungen Mann der Vater beim Max-Planck-Institut arbeitet als Klimaforscher offenbar. Und er möchte ihn auf Climate Gate und auf Leonard Bengtson drauf ansprechen. In die Demo ein, alle Leute, groß und klein, reit euch! So, war mal wieder spannend, mit den Leuten bei Fridays for Future zu sprechen, vor allem die beiden jungen Männer, dass sie sagen, sie schauen mal bei Martin Sellner rein oder schauen bei Kompakt im Telegram-Kanal rein. Das sieht auf jeden Fall danach aus, als wenn sie probieren, aus ihrer Filterblase rauszukommen. Auch man kann natürlich über Kompakt und Martin Sellner denken, was man will. Aber auf jeden Fall versuchen sie halt einfach, sich mal andere Meinungen anzuhören. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, aber ansonsten hat man wieder das Gleiche gehört, hey, wir informieren uns mit den Öffentlich-Rechtlichen, wir lesen einfach Mainstream-Medien oder wir schauen gar nicht groß rein. Ansonsten, was aber auch ganz gut war, war, dass diesmal eigentlich kaum Antifa da war, also wir waren zu dritt da, wir haben eigentlich nirgendwo irgendwo Antifa-Banner gesehen oder so, da hat man sich wahrscheinlich diesmal ganz klar davon distanziert. Vielleicht auch dadurch, dass
ja, dass der Verfassungsschutz da gesagt hat, davor gewarnt hat, dass es von Linksextremisten unterwandert werden kann. Vielleicht auch, weil Große Freiheit Große Freiheit TV da ein schönes Video zu gemacht hat und gesagt hat, Antifa greift an und gezeigt hat, wie da die Antifa auf der Bühne ihre Flaggen schwenkt. Und ja, aber lustig war halt immer, ich probiere halt immer so ein bisschen verschiedene Leute zu Wort kommen zu lassen, halt Männer, Frauen, jung und alt. Und ich wollte halt ja eine junge Dame fragen, meistens waren sie minderjährig, da muss man ein bisschen aufpassen hier bei YouTube, dass man ja mit Minderjährigen da gibt's dann also besondere Regelungen und natürlich ja will ich da nicht irgendwie Stress mit dem Urheberrecht bekommen oder mit dem Jugendschutzgesetz oder was es da alles gibt. Und komischerweise wollten die jungen Frauen, die dann volljährig waren, wollten halt eigentlich alle nicht mit mir sprechen oder viele nicht, wo ich denke, hey, wo bleibt denn da das Empowerment von der Frauen, wo ist dann da der Feminismus, wo die Frauen sagen, hey, ich traue mich auch mal, wenn da ein Mikrofon mir hingehalten wird, mit den Leuten zu sprechen. Insofern, ja, war es auf jeden Fall wieder ganz spannend. Ich hoffe, es gefällt euch, das Video, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ich empfehle dir, um tiefer in das Thema einzusteigen, meine Playlist zum Thema Klimawandel. Da habe ich einmal die kritischen Stimmen aus dem Mainstream zusammengestellt und natürlich meine Videos.